Choo-Choo-Charles, der neue Stern am Indie-Kuriositätenhimmel. Wir spielen einen Lokführer mit seiner kleinen Lokomotive. Man könnte sagen, Thomas, die kleine Lokomotive für Erwachsene. Und wir fahren durch die Ländereien und werden von einem Killerzug gejagt. Klingt ziemlich geil. Ich bin immer noch krank. Man hört es an meiner Stimme. Ich bin total verrotzt und alles ist furchtbar, alles ist schlimm. Wir starten ein neues Spiel. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren. Dankeschön. Let's go. I know it's been a while since we last spoke, but something has happened at the mines I've been supervising. No, trust me, you'll want to make time for this. You're looking for something big to keep your museum in business. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends, and even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen, and you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunting. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. We've been planning his demise for some time now and have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. Yes, sir. Welcome to Erinirum, the island where miners dig their own graves. Stay close. Charles isn't the only thing to fear around here. Also, ihr kennt mich. Bigfoot erfolgreich getötet. Mottenmann getötet. Ziegenmann mehrfach in verschiedenen Versionen getötet. Ich bin der König der Monsterjagd. Ich habe alles vernichtet, was da draußen existiert. Den Weihnachtsmann getötet, ja? Aber einen Zug, einen dämonischen Zug, habe ich noch nicht auf meiner Liste. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren und mir vorgenommen, zum Festland zu schwimmen. Oder es zumindest zu versuchen. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Doch meine Chancen stehen dort besser als auf dieser verlassenen Felsen. Ich wollte diese verlassene Insel lesen, aber dann habe ich gesehen, okay, ist doch nur ein Fels. Es ist keine richtige Insel, es ist nur ein Fels. Sprengstoff. Tschu-tschu! Ja, es ist ein Indie-Game, ne? Dementsprechend natürlich keine große Blockbuster-Produktion. Aber ich bin gespannt. There's a train shed at the top of the hill. One of the train operators was killed early on by the beast, so his old engine should be in there. If we can get to it, it could be an indispensable tool on our journey. Stay close. We don't want to be exposed for too long. All right. Also für Lippensynchronisation und Bewegung und Animation und sowas hat's nicht gereicht. Das gute Geld hat, glaube ich, auch wieder nur ein Mann entwickelt. Dementsprechend sind wir alle gnädig, okay? Sieht ja schon mal alles sehr cool aus, wie ich finde. Alter, wie schnell ist der Opa? Der zieht da durch, rennt da einen Marathon hoch. Ey! Pops! Easy. Ah, shucks, it's locked. Not to worry, we can still find a way in. There's a small shack up the path that might have a key inside. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Okay, M für Karte. Da sollen wir hin. Der alte Choo-Choo Charles. Triple C. Super gefährlich. E ist irgendwie zur Seite ducken oder so, was ja E und Q, damit kann man rumdodgen. Deswegen, ich hätte die ganze Zeit gedacht, E wäre, um Dinge zu aktivieren. Aber nö. Und I ist mein Inventory. Bahnhofschlüssel. Ein kleiner goldener Schlüssel, mit dem der verlassene Bahnhof geöffnet werden kann. Wo meine kleine Lokomotive, der kleine Thomas, Timmy Thomas,
die kleine Lokomotive aus den Fuhrwerken von Kreis Industries. Einige behaupten, good on you. Looks like you found it. Die Seele eines kleinen Jungen lead the way. Würde sich darin befinden. Ich behaupte, diese Menschen haben recht. Moin, Timmy. Charles, Mining Company. Timmy Thomas, mein Zug. Hey, that's what I'm talking about. She's an oldie but a goodie. I'm going to inspect the train's exterior. Why don't you take a peek inside, see what we got to work with? Alright, ist das Blut? Okay, irgendjemand wurde hier bösartig abgeschlachtet. Warte. Hep. Hier ist sonst... nix. Nö. Ist, glaube ich, auch ein Open-World-Spiel. Also wir können die ganze Insel jederzeit befahren und erleben hier spaßige Abenteuer. Mit Riesenklee. Wird cool. Wie komme ich denn da rein? Ah, hier. So. Dein legendärer Zug. Damit kommst du auf der Insel schneller voran. Eine Waffe und ein Schild gegen deine Feinde. Dort wirst du wiederbelebt, wenn etwas schief läuft. Interagiere mit Gegenständen in der Kabine, um mehr über deren Verwendung zu erfahren. Okay. Ach, hier können wir alles verbessern. Ja, geil. Tempo, Schaden und so weiter. Panzerung. Okay. Pops. Alright. Wie komme ich da wieder weg? So. Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island, but it sure looks fun to use. We can light up Charles with it and take him down before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Ja, sicher. So, learning by doing, huh? Vorwärts, rückwärts. Yeah, wahrscheinlich baby. Die Bremse. Yeah, we're baby. You, Charles. Do you hear that? Whoa, 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 whoa. Alter, what? Oh, 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 die überhitzt. Bro! Oh, shit. Oh, no, alter Mann. This isn't how things were supposed to end. I thought we could still fight like the old days. Yes, sir. Easy in, easy out. You'll need to do more than I thought, but I don't have time to explain. Find the eggs. Find my son. Eugene! No! Okay, wir müssen weitermachen. Okay, der Zug ist ein bisschen angeschwängelt. Kann ich ihn reparieren? Ein Schrott. Lebe wohl! Lebe wohl. Alright, wir tuckern jetzt hier durch die Gegend. Hier ist eine Brücke. Alter, die Karte ist doch recht groß. Aha. Mission. Waffenmission. Optionale Mission. Wo gehen wir hin? Was ist das denn hier? Ein Industriegebiet? Oh, die Karte ist auch ein bisschen fummelig. Die zoomt nämlich richtig schnell rein. Oh ne, ist irgendeine Scheune oder sowas. Uff, der Zug ist aber ziemlich langsam. Kann man den irgendwie beschleunigen? Was fährt das denn? Kohle? Mit Magie. Mit Kindertränen. Wie Kreis Industries eben üblich. Wow. Ruhig, Brauner. Ruhig. Aha.
Okay, Zug, wir fahren noch mal ein bisschen vor. Stopp. Jetzt bin ich. Ja gut, ich wollte eh in die Richtung. Alles gut. Ich will hier hin und dann. Boah, keine Ahnung. Dann rückwärts oder so. Ich weiß es nicht. Wir gehen hier mal hin. Wer ist am nächsten dran? Irgendwo da draußen ist der Charles, der alte Wal. Stopp! Moin, wer bist du denn? You must be the archivist that Eugene told us about. We're happy you came to help us out of this predicament with Charles and that madman Warren. You know, that old train of yours will need some major upgrades if you want to take down Charles. There are some metal scraps in my barn that you could use to improve it. Here's the key to the barn. It's just up the path. But I'll mark it on your map anyway. Alter, nicer Dude. Dankeschön. Gibt's hier irgendwas drin? Also wir müssen uns der Zug verbessern. Wir müssen looten, leveln und krass werden. Okay, hier hin. Looten, leveln und krass werden. Damit wir Charles ordentlich auf die Fresse geben können. Das ist der Plan. Zeig mal her. Ach, wir haben auch einen Rucksack. Schrott. Schrott. Wellblech. Können wir nicht mitnehmen? Wäre doch eigentlich auch ziemlich geil, oder? So schön alles an die Seite ran. Panzern wir das Ding. Alright. Okay, Schrott ist also quasi die Währung, die Ressource, die wir benötigen, um den Zug zu reparieren. Und zu verbessern. Wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn sich das Ding auch irgendwie optisch total verändern würde und jetzt am Ende so einen richtigen Badass Mother F-Zug. So. Tempo, voll wichtig. Tempo Level 3 haben wir jetzt hier. Schaden und Panzerung, alles super wichtig. Alles super, super wichtig. Ja, aber das Ding ist jetzt doch eine Ecke schneller, oder? Und ich vergesse, irgendwo hier ist der gute alte Charles. Spawn dann unendlich viele... Oh, wow, wow, ho, ho, ho. Was ist das hier? Oi, oi. Leckereien. Ah, spawnen hier dann unendlich viele Kisten und so weiter? Oder wie wird das gehandelt? Was ist, wenn ich aus dem Zug rausfalle? Fährt er dann alleine ohne mich weiter? Oh, Schaden hier nochmal gepumpt. Ho, 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 ho. Ich brauche eine bessere Bremse. Eine genauere Bremse. Eine härtere Bremse. Also ich bin auf das Spiel echt gespannt, was das wird. Ich habe da richtig Bock drauf. Yo, wer bist du denn? I need my pickles! Die Masturbationsgurke? Jar of pickles. Locked away inside my pickle cave. I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle cave. Someone else on the island might have some locked pickles. I mean, lockpicks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. Okay, die Alte ist voll durch. Sie braucht ihre Gurken. Ihre dicken, fetten Gewürzgurken. Ihre Gurken. Lady? Ich hol dir deine Gurkens. Für deine Gurkenhole. Die gute alte Gurkenhöhle. Aber wo? Wo könnten denn ihre Gürkchen sein? Vielleicht irgendwo... Ja, hier oben. Alter, ich würde mich besser und wohler fühlen, wenn ich eine Knarre hätte. Das wäre eigentlich ganz nice, wenn wir irgendwie noch sowas wie eine Tommy Gun oder sowas hätten. Timmy Thompson und seine Tommy Gun.
ist das hier? Vorsicht, Steinschlag und Sprengung. Hello? Was ist das? Okay, kommt jetzt hier Choo-Choo Charles? Also irgendwas macht hier ganz, ganz sonderbare Geräusche. Wow, Vorsicht. Meins? Die Spezialgurke, wir brauchen sie. Was ist das denn hier? Oh, eine Farbe. Ja, geil. Ein lila Zug. Purple Train. Moment, wir brauchen ja auch einen Schlüssel, ne? Gurken, 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 Gürkchen, Gurke. Aber wo ist der Schlüssel? Gibt's sowas wie... Wir haben eine Karte, aber wir sehen nicht... Nicht, was wir für... Mama Tab vielleicht. Nee. J für Journal. Was ist das für ein Geräusch? Macht mich irre. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Autsch. Alter, das sieht richtig böse ab. Wir müssen vorsichtig sein. Fallschaden ist mies, Mother F. Okay, schauen wir mal. Ist hier irgendwo einer drin? Ha, das hat mir aber auch keinen Schlüssel gegeben. Vielleicht gibt es da oben noch irgendwas. Moment, hier geht es ja auch nochmal lang. Ja, in die Richtung. Dieses Geräusch. Ne, hier ist der Mineneingang. What? Okay, vielleicht müssen wir irgendwo anders den Schlüssel finden. Ich habe nur Gurke, Gurke verstanden. Ich hätte ihr besser zuhören müssen. Alter, was ist das hier? Was ist das da hinten? Achso, die Landschaft sah eben gerade so merkwürdig. Ist da irgendwo ihr Schlüssel? Gurkenlady? Madame Gurk? Gurken sind Liebe. Gurken sind Leben. Ich liebe Gurken. Sie verleihen mir Glücksgefühle. Gurken, Gurken, Gurken. Frau Gurke. Hier ist zu. Aber ich sehe hier keinen Schlüssel. Tja, vielleicht gehen wir erstmal weiter und kümmern uns dann später noch um Madame Gurk. Wir haben ja auch wieder jede Menge Schrott. Erstmal weiter hier mit der Tour de Gurk. Let's go. Panzerung würde ich mal machen hier. Noch ein Speed. Vollspeed, Alter, Vollspeed. Ich meine, wir kommen ja da irgendwann wieder hin. Wir fahren jetzt mal hier zu dem Steg. Ich will wissen, was das hier ist. Wird Charles dann irgendwie immer aggressiver, je... Wow, Vorsicht. Je weiter man eben halt ihn beschädigt. Also bis jetzt ist Charles ja nirgendwo zu sehen. Der alte Charlie-Gurkensohn. Ach, cool. Ja, nice. Ja, und hier sind dann die ganzen Farben. Ich verstehe. Stopp! Hallo? Huh. Kleine Bahnstation. Aber nichts los. Überall Blut. Alle Menschen wurden abgeschlachtet. Schrott. Aber man findet schon sehr viel Schrott. Ist man da nicht relativ schnell ziemlich strong? Und wo war der Steg? Hier. Ist das der Ort, wo wir angekommen sind? Nee, oder?
Was sind das für Geräusche? Chuchu Charles? Und wie heil ich mich? Gibt es Heilung für uns? Oh, der Captain! My goodness, the others actually convinced someone to come help us. I'm so glad you came, but I simply cannot stay any longer. This island is too much for my nerves to handle. I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat arrives. Although now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. I'll give you all the scrap metal I have. Just please, bring the journal next time you're here. Okay, er will sein Tagebuch. Alle bezahlen mich irgendwie mit Schrott. Pflaster wäre gut. Ach, ich heil mich allein. Okay, jetzt habe ich es gerade gesehen. Pflaster wäre auch gut gewesen. So eine Packung Pflaster für spontane Heilung. Auch nie ist ein ganzer Schrott, oder wie? Jo, nee, komme ich rein? Geil. Gut, Tagebuch will er haben. Ich bete immer noch, dass jemand aus der ersten Evakuierungsgruppe ein Boot zurückschickt, doch die anderen denken wahrscheinlich, dass George Versorgungsboot noch Menschen evakuiert. Sie sind sicher am Festland angekommen, fühlen sich jedoch nicht verpflichtet, alle anderen zu retten. Niemand erwartet, dass Charles das Boot sinken könnte. Aber trotzdem, bei dem Gedanken, dass ich den Ort schon längst hätte verlassen können, wird mir übel. Ah ja. So, Freunde. Also, wie gesagt, ich bin leider noch ziemlich krank, was die Stimme angeht. Das macht das Reden ein bisschen schwer und ihr wisst ja, wie es ist. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Die große Zugjagd. Wir werden sie meistern. Bis zum nächsten Mal. Bewerten und kommentieren. Auf Wiedersehen und tschüss.